Oder ob es jetzt gerade weitergeht. Ja, Torre. Ja, Nashorn. Nashörner sind nicht so nett. Der schwebt ein bisschen da. Der übt den guten alten Dreifußstand. Macht ein bisschen Nashorn-Yoga. Du machst gleich ein bisschen Schrot-Yoga. Da rechts ist irgendwo unsere Hütte. Komm, dich lassen wir mal in Ruhe. Hm. Der spitze Berg, wir müssen mehr in die Richtung, ne? Da irgendwo kommt's. Da ist eine Fackel. Fackel ist an sich immer gut. Müssen wir viel weiter noch nach da, noch ein Stückchen laufen. Naja. Kriegen wir hin. Esse ich mal eine schöne Zitrone. Nompf, nompf. So. Laufen wir noch ein bisschen weiter. Kurz Stamina laden. Dum-dum-dum. Feind. Das ist gut. Ja, ich würde auch auf dem Weg... Ach, das ist ein Kühe. Ich dachte, er ist Zebras. Ich würde auf dem Weg tatsächlich gerne eigentlich Bäume auch noch sammeln. Aber erstens sind wir voll. Zweitens müssen wir jetzt erstmal unsere Sachen sichern. Wir müssen safen gehen. Kleine Farm können wir uns auch noch anlegen. Ja, kommst du auch hin. Holen wir uns hier noch alles ein bisschen. Kleine Eierfarm. Hühner weiß ich nicht. Haben wir noch nicht gesehen, ne? Ja, bestimmt. Milchkühe, damit wir ein schön paar Cornflakes morgens essen können. Ein paar Cerealien. Oh, Inventar ist voll, können wir nicht mitnehmen. Schafe, Wolle haben wir auch erstmal mehr als genug. Wir müssen jetzt zurückkommen, damit wir das gefundene Glas oder den gefundenen Sand auch zu Glas verarbeiten können. Da vor uns unser Berg. Schön. Gut, dann bin ich jetzt eine kleine Kurve gelaufen. Aber gut, so ist das, so ist das. Ich esse nochmal was. Ich glaube, das lädt schneller, wenn ich esse. Nee, tut's nicht. Ich esse einfach nur, wenn ich esse. Da, ich sehe unser Carport. Schön, schön, schön. Wir sind zu Hause. Und wir haben Sand. Meine Freunde, wir haben Sand. Endlich haben wir Sand. Wir haben Sand. Dum, dum, dum. Was machen wir mit dem Sand? Dum, dum, dum. Wir stellen gleich Glas her. Aber erstmal werde ich mein Loot abladen hier. Schön. Das heißt, wir sind auch mit der Muskete, glaube ich, relativ sicher vor Banditenangriffen. Noch kein gesehen. Toi, toi, toi. Könnte auch sein, dass sie nur nachts kommen. Aber irgendwann, früher oder später, werden sie kommen. Und dann müssen wir unsere Muskete griffbereit haben. So, die wieder zurück. Morgenstern lassen wir mal im Inventar. Ein bisschen was an Nahrung können wir wieder wegpacken. Ich wollte auch noch eine Kiste bauen, ne? Ich wollte ja noch eine Kiste bauen. Unsere Felle tun wir mal alle hier hin. Zack, zack, ein bisschen sortieren. Trinkschlauch, wunderbar. Finde ich richtig cool. Und... ja, dich dahin, dann können wir nochmal einen Achter nochmal hier hin tun. Das können wir auch hier ablagen. Ja, wir müssen unbedingt hier umdisponieren. So, Bogen ist natürlich echt cool. Die knattern wir mal daneben. 32 und 4. Komm, machen wir die 4 dazu. Kaktus. Kann ich den essen? Nee. Kann ich vielleicht was mit bauen? Müssen wir mal gucken. Ich lege ihn erstmal weg. Den Setzling lege ich auch weg. Metall nach dort. Kaktus daneben. So, jetzt können wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Was ist das hier nochmal gewesen? Ein Rehfell. Komm, tauschen wir gegen Tomaten. So. Mhm.
einmal gähnen zwischendurch. Schon recht früh wach heute. Die Handwerkers waren im Haus. Ich komme hier immer um 7. Man hört ja immer, oh ja, die Handwerker, ne, die kommen, wann sie wollen, sagen, sind um 10 da und dann kommen sie nachmittags. Bei mir ist das irgendwie anders. Ich rufe immer an, will einen Termin machen. Ja, hätten sie direkt um 7 Zeit? Ja, klar, natürlich. Um 7 bin ich immer schon richtig aktiv und habe schon dreimal gefrühstückt und gezockt meist auch schon. War schon arbeiten und gelernt habe ich auch. Nö, nee, aber gut. Lieber um 7, dann sind sie nämlich auch pünktlich, weil dann können sie sich nicht verspäten. Da waren sie ja vorher bei keinem. Heute war ich der Grund, weshalb sie zu spät gekommen sind. Also falls bei dir heute auch Handwerker waren, die nicht pünktlich waren, kann ich dir sagen, ich bin schuld. Hat nämlich lange gedauert. So. Ich laufe hier blöd durch die Gegend. Was wollte ich machen? Nee, die Blockbank, ne? Wir wollen ja gar keinen Glasblock, wir wollen ja eine Glasscheibe machen. Da, eine Glasscheibe. Okay, ich stelle jetzt einfach mal ein Glas her. Bauelement, eine Glasscheibe. F1, achso. Gucken wir mal, ob wir das jetzt da reinsetzen können. Ja. Ah ja, man sieht das hier so leicht, ne? Da. Gucken wir, ob es von innen aus Unterschied macht. Wir haben ja gleich nochmal eine Doppelwand, da werden wir es gleich sehen. Wir brauchen einen für unser kleines Loch und zwei für unser großes Loch. Also jetzt habe ich es nur gedreht, ne? That's what she said. Da, das sieht ein bisschen komisch aus, diese Glasscheibe hier. Wir gucken uns das Ganze mal von innen an. Was ist denn das für ein Glas? Ist doch so ein anderes Glas. Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Das ist so Milchglas. Das können wir vielleicht hier hinsetzen. Das hänge ich hier fest. Wir müssen höher bauen. Das gefällt mir alles nur überhaupt nicht. So ein Milchglas können wir hier reinsetzen. So in die Mitte vielleicht. So. Ja, dass wir uns beim. Können wir auch doppelt verglasen. Komm, wir machen eine Doppeltverglasung. Ah, verdammt. Weg damit. So, genau, das ist doch schön. Da kann man uns nicht reingucken. Aber hier hätte ich doch jetzt gerne ein schönes, klares Glas, so wie hier. Habe ich die Glasart geändert? Kann man das? Tatsache hier. Au, Backe. Nehmen wir hier mal so ein schönes, klares, ne? Kann ich das bei allen machen, Holzbalken? Hör mir auf. Hör mir auf. Das ist ja cool. Das finde ich richtig cool. Und bei den Gegenständen auch? Eine kleine, eine große. Ist ja witzig. Und bei den Waffen? Bei der Tür, unsere Tür. Ah, ne, da nicht. Da ging das nicht. Und die Waffen? Wo sind denn die Waffen? Eine Toilette. Ein Waschbecken. Ist ja witzig. Eine Heizung. Oh, was wir hier alles bauen können, ne? Klopapierhalter. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Eine Absperrung. Oh, oh, oh. Und das sind ja nur die paar Sachen. Ne, hier kann ich überall immer nichts machen. Ne? Werkzeuge sowieso nicht. Lichter vielleicht. Nee. Gerüst auch nicht. Boote, nee. Aber gut, wir müssen Augen aufhalten. Finde ich cool. Finde ich echt gut gemacht. Schon gesagt, dass ich es gut finde. So, und laufen wir nochmal rein hier mit unserem neuen Glas. So, nee, das ist doch ein anderes. Wo ist unser schönes Glas hier? Das ist das schöne Glas. Zack. Ja, man sieht den Unterschied, ne? Kann mich ducken hier. Rechts ohne, links mit. Wird ein bisschen glasiger. Ist in Ordnung. Gehört dazu. Schön. Jetzt haben wir hier ein schönes... Jetzt können wir uns auch ein Glasdach machen, ne?
Ist das hier irgendwie noch milchiger? Nee, ich glaube, das ist so normal. Na, schön, schön. Vielleicht können wir einfach hier den Boden auch noch ein bisschen tiefer machen. Dann können wir gerade rausgucken. Vielleicht können wir ihn auf eine halbe Höhe machen, so slapmäßig. Ja, das sollten wir vielleicht tun. Aber jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal schlafen, denn es wird Nacht. Gute Nacht, meine Freunde. Oh, heute waren wir wirklich erfolgreich. Und ich freue mich. Ah, guten Morgen. Ah. Schön, jetzt konnte ich endlich gähnen. Ohne dass es groß auffällt. Ich weiß nicht, wieso ich so müde bin. Achso, ja, weil ich so früh wach war. Ja, aber. Vielleicht sollte ich nochmal einen Kaffee trinken. Das reißen wir jetzt ab. Das brauchen wir jetzt endgültig nicht mehr. Und das wird wirklich höchste Zeit, dass wir hier ein bisschen aufräumen. Vielleicht sollten wir den Bauhammer nehmen. Nee, warte, das können wir einfach deplatzieren, ne? Ja, hier. Genau, zack. Weg entfernt. Und das hier. Zack, weg entfernt. Und das hier. Kann ich nicht aufheben. Kann ich es kaputt machen? Kann ich das hier aufheben? Die Stange auch nicht. Ja, dann lassen wir die Signalfeuer vielleicht erstmal noch hier. Aber das hier muss auch nicht sein. Fackelhalterung entfernen wir auch. Wir lassen hier nichts einfach so liegen. Ja, komm. Bisschen aufräumen hier. Unseren Müll ein bisschen wegmachen. Ah, komm schon. Schön. Das hier auch noch. Können wir dann irgendwie ein bisschen gezielter ausleuchten alles. Wenn wir erstmal einen Zaun haben. Ich mal trifft das nicht ganz. Hallo? Jetzt. Dann lassen wir das hier erstmal so. Das, ach genau, das war unser Signalfeuer, das hier tief runter geht. Könnten wir hier nochmal ein Feuerchen hinsetzen? Können wir einen Baum, eine Fackel machen? Probieren wir mal. Genau, Trinkschlauch müssen wir auch ausprobieren. Einmal das. Und wo sind die Fackeln? Da. Ah, das geht. Machen wir doch hier. Wenn wir hier so sitzen, nach hier mal so eine Fackel, dass wir was sehen können. So. Okay, das schwebt ein bisschen in der Luft. Ich frage mich, was passiert, wenn wir den Baum jetzt fällen würden. Machen wir jetzt aber mal nicht. Schön. Ach, das ist doch schön. Jetzt haben wir hier ein Feuerchen. Können wir hier drauf gucken. Wichtig auch, dass wir aus der Ferne da ein bisschen was sehen. Und dann werden wir unten unser Carport noch beleuchten. Später möchte ich das vielleicht dann auch mit Laternen machen. Oder richtig mit Lampen. Ob man auch Stromgenerator oder so braucht. Aber jetzt fürs Erste werden wir hier ein bisschen ausleuchten. Vielleicht an die Ecken. Hier hinten, ne? Setzen wir hier einen dran. Zwei haben wir noch. Einen hier. Aber jetzt möchte ich natürlich jetzt relativ gerade haben. Wie kann ich das Raster nochmal einstellen? So. Das ist gerade. Das nach links. Das wäre so, ne? An den dritten von oben. Dann hier auch. An den dritten von oben. Ha. So, ne? Und jetzt noch die Dinger drauf. Ah, ist schräg. Schräg nach innen. Und hier? Schräg nach außen, ne? Ist das schlimm? Schlimm. Nee, weißt du was? Ich nehme das nochmal kurz weg. Das gefällt mir so nicht. Nee. Wir setzen es nochmal anders hin. Und zwar so. Rasterhilfe. Dann brennen wir uns hiermit auch nicht gleich die Bude ab, wisst ihr? Zack. Ah. Das war natürlich doof. Dann nochmal so. So, einmal so platziert man. Ah, okay, ich dachte, dass es jetzt nach außen unter dem Holz weggeht. Anscheinend geht das nicht. Ach, weißt du was?
Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Die Melodie wirkt beruhigend. Wir nehmen, machen jetzt hier ein nach innen, so. Ja, ist egal. Komm. Machen wir später eben nochmal andere hin. So, und hier auch ein nach innen. Schließlich wollen wir es ja auch innen beleuchten und nicht außen. Ein nach innen. Ja, es scheint mir da mehr nach innen zu gehen. Nicht 45 Grad Winkel und hier. Nee, das können wir so nicht lassen. Das können wir so nicht lassen. Okay. Jetzt geht's. Genau, so müsste das jetzt schön symmetrisch sein. Ja, so ist schön. So gefällt mir das. Jetzt haben wir hier ein bisschen Licht. Jawohl. Unsere Bäume hier sind immer noch viel zu klein, um sie niederzunernten. Nerntet die Bäume. Gut. Und oben, dafür brauchen wir den Hammer, ne? Das machen wir auch nochmal schnell. Dass wir die Feuer uns nochmal runterholen. Die holen wir uns jetzt erstmal hier hin. Solange wir es nicht besser wissen. Ja. Darfst du ruhig dahin machen. Jetzt hat er es zerstört, ne? Ja, er hat es zerstört. Und was ist hiermit? Gut, er zerstört es. Man braucht wahrscheinlich für solche Gerätschaften was anderes. Ist mir jetzt aber auch egal. Können wir nachbauen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Den Kies würde ich eigentlich auch gerne wieder mitnehmen hier. Ah, vielleicht sollten wir da dann doch Metallwerkzeuge benutzen. Komm, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ah, hier ist noch eine Fackel versteckt. Man kann ja auch mit der Hake, haben wir ja gelesen. Können wir ja dann nochmal was begradigen. Na? Wo ist er? Ich erwische ihn nicht. Irgendwo da ist noch der Fackelhalter. Den täte ich schon gern mitnehmen. Da. So, nichts verschenkt hier. Schön, wir sind umgezogen. Von hier oben nach da unten. Haben die Beleuchtung jetzt dort. Können dann in der nächsten Folge, wenn wir Lust zu haben, uns hier einen kleinen Grillplatz irgendwie errichten. Und dann auch den Ofen wieder aufbauen. Eisen farmen gehen, Eisen schmelzen gehen. Und so weiter und so fort. Glas haben wir jetzt im Haus. Wunderbare Glasfenster. Sieht richtig schnieke aus. Weißt du was? Machen wir hier gleich mal ein kleines Foto. Sieht richtig schnieke aus. Können wir jetzt hier reingehen und es uns gut gehen lassen. Es zieht nicht mehr so wie Hechtsuppe. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eine neue Folge. Dann werden wir hier wieder an unserer Base ein bisschen basteln. Wie gesagt, dann geht's wieder vorwärts. Jetzt hatten wir ein paar Expeditionsfolgen und jetzt kommen wieder ein paar Baufolgen, damit es hier auch ein bisschen weitergeht. Ich bin gespannt, was wir noch alles sehen, was wir für technische Geräte noch alle bauen können. Freue mich wirklich sehr. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Bolle. Ciao.